endlich! Für den Ruhm des... Ihr habt es geschafft! Oh, es fühlt sich so gut an, zurück in meinem Körper zu sein. Fleisch und Blut, ein schlagendes Herz. Es wäre wahrlich eine Schande gewesen, diese ganze Schönheit bis ans Ende aller Tage in einer albernen Puppe weggesperrt zu lassen. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ich würde nicht zu lange darüber nachdenken, wenn ich an eurer Stelle wäre. Diese Art von Magie ist oft wesentlich leichter zu verdauen, wenn man sie nicht groß auseinandernimmt. Kurz gesagt, es hat geklappt und ihr habt mein wahres Selbst wiederhergestellt. Ja, meine Liebe, dank euch. Mein recht beneidenswerter Körper wurde wiederhergestellt und diese traurigen Möchtegern-Kultisten haben mich nicht mehr in ihrem Bann. Bitte nehmt dies. Nicht jede Heldin hätte für eine sprechende Puppe innegehalten. Ihr habt euch diese Belohnung mehr als verdient. Mir war gar nicht aufgefallen, wie sehr ich die Kälte vermisste. Der Wind, der mir in die Wangen beißt, ist wie der Kuss eines alten Geliebten oder eines neuen Geliebten. Er ist belebend. Ihr habt jedenfalls meine ewige Dankbarkeit. Erst werde ich die Bastarde büßen lassen, die mir das angetan haben. Dann werde ich, glaube ich, ein langes, heißes Bad nehmen, mich mit Süßigkeiten und Met vollstopfen und dann suche ich mir vielleicht jemanden, um mein Bett zu wärmen. Erniedrigend, ein Dasein als Kinderspielzeug zu fristen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so tief sinke. Oh, und grässlich langweilig war es auch. Ich konnte nur die Wand anstarren und daran denken, wie sehr ich es hasse. Und es hat überall gejuckt, aber kratzen konnte ich mich nicht. Nach dem, was ihr denen hier angetan habt, sicher nicht. Sie würden sich monatelang die Wunden lecken, wenn ich nicht dafür sorgen würde, dass keiner von ihnen überleben wird. Die Zeit des Drachenkults ist vorbei. Die sollten sich bei uns bedanken, dass wir sie daran erinnern. Na schön. Betrachtet mich als mächtige, atemberaubend schöne Hüterin der Gerechtigkeit. Ich sehe das Böse in der Welt und lösche es nach Belieben aus. Meine Methoden mögen manche nicht geheuer sein, doch vielleicht könnte man das auch über euch sagen. Habt ihr von den Drachen in Elsweyr gehört?
Ah, gut. Ich hatte gehofft, dass ihr auftaucht. Lyris hatte recht. In diesem Lager wimmelt es von Mitgliedern des Eiskap-Zirkels. Und sie stellen hier auf jeden Fall die Medaillons her. Ich konnte sogar eines mitnehmen. Wir müssen näher ran. Es gibt mehr über diese Magie herauszufinden, als sie nur aus der Entfernung zu betrachten. Ich muss wissen, wie genau sie ihre Verzauberungen erschaffen. Mit eurer Hilfe werden wir alles, was wir wissen müssen, hier in diesem Lager erfahren. Es ist ein Landeplatz für Boote, die von der Insel Eiskap kommen. Und sie sammeln hier etwas, was zur Herstellung der Medaillons beiträgt. Wenn ihr mich in die Mitte des Lagers bringen könnt, kann ich erfahren, was es ist. Es wird eine riesige Hilfe sein, herauszufinden, wie sie diese Medaillons erschaffen. Die Graue Schar treibt ihre Pläne schneller voran. Sie brauchen aus irgendeinem Grund mehr Medaillons. Ein großer Gramsturm naht. Wir müssen bereit sein. Weil die Graue Schar dort unten etwas bewacht. Ich kam nicht nah genug heran, doch es sah so aus, als hätte man das Lager um etwas herum aufgebaut. Zudem habe ich ein paar Hexenreden hören. Sie haben sich beschwert, dass sie immer mehr Medaillons herstellen müssen. In der ersten Ära hatte eine Armee aus Vampiren und Werwölfen versucht, das Land zu erobern. Doch sie wurden in Bankorei aufgehalten. Sie nannten sich die Graue Schar. Es scheint, als hätte Radha al-Saran diese Armee wieder auferstehen lassen. Sowohl bildlich als auch wörtlich. Was haben Sie mit den Medaillons zu tun? Sehen wir uns den Friedhof in der Nähe an. Seht euch die Grabsteine an. Sie zeigen uns, was so besonders an den ausgegrabenen Leichen ist. Die Stunde unseres Triumphs rückt näher. Es muss etwas geben, was diese Gräber mit den Medaillons verbindet. Fertig? Seid ihr zu einem Schluss gekommen? Nun, wir haben beide die Grabsteine sehr gründlich studiert. Wenn wir herausfinden können, warum der Zirkel genau diese Leichname ausgegraben hat, wird uns das etwas darüber verraten, wie die Medaillons verzaubert wurden. Natürlich. Notizen abgleichen und nach Gemeinsamkeiten suchen. Aus euch wird eine feine Gelehrte, meine Freundin. Wollen wir mal sehen. Mir ist aufgefallen, dass hier eine Mischung verschiedener Kulturen begraben ist. Es waren nicht nur Nord. Fällt euch an den Verstorbenen etwas auf?
Die Medaillons werden uns schützen. Nun, wir haben bald... Natürlich. Notizen abgleichen und nach Gemeinsamkeiten suchen. Aus euch wird eine feine Gelehrte, meine Freundin. Wollen wir mal sehen. Wirklich? Erzählt mir mehr. Natürlich. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Die Grabsteine der ausgegrabenen Gräber erwähnten alle, dass die Verstorbenen alt waren. Lasst mich nachdenken. Bei einigen nekromantischen Zaubern braucht man die sterblichen Überreste von Alten. Es hat etwas mit dem natürlichen Verfall des Lebens zu tun. Laut einer nekromantischen Theorie sammelt ein lebendes Wesen beim Altern auf ganz natürliche Weise immer mehr nekrotische Energie an. Wird ein Körper alt und vergeht, zerfällt das Leben in ihm. Nekrotische Energie ist ein Nebenprodukt dieser Auflösung. Ich weiß jetzt genug darüber, wie Sie die Medaillons erschaffen, um meine Forschungen weiter voranzutreiben. Ich kehre in den Blauen Palast zurück und fange damit an, ein Elixier zusammenzumischen. Um ein Elixier herzustellen, das einen gegen die Gramstürme verteidigt, brauche ich noch eine Probe von verfeinertem Niederwurzgebräu. Und wir müssen herausfinden, was die Graue Schar plant. Helft Lyris und Svarna an den Lagern. Dann treffen wir uns am Blauen Palast. Ich bin froh, das zu hören. So müssen wir nur noch herausfinden, was die Graue Schar plant. Geht und trefft Svarna am Lager in Schwarzweite. Ich kann nicht sagen, dass ich euch beneide. Während Schwarzweite faszinierende Ansätze für die Forschung bietet, ist es dort auch überaus gefährlich.
Ihr seid frei bei den Göttern! Lauft! Verdammt seien diese Gramstürme und was sie meinen Leuten antun! Ich kam hierher, um zu erfahren, was die Graue Schar vorhat. Und was finde ich? Gute Bürger aus den Jaltümern, die von den Gramstürmen gequält sind und für irgendeinen unheiligen Zweck gefangen gehalten werden. Ganz gleich, wie viele von ihnen ich befreie, die Gramvollen verlassen diesen Ort nicht. Das ist genau, was ich getan habe. Und versucht, diese Betroffenen dazu zu bringen, diesen Ort zu verlassen. Die Gramvollen. Der Sturm beraubt sie ihres Willens. Ihres Verstands. Ich kam aber nicht tiefer ins Lager hinein. Das stimmt. Eine Reihe von Kriegsfürsten der Grauen Schar scheinen sich im Lager zu treffen. Es sollte also möglich sein, mehr über ihre Pläne in Erfahrung zu bringen. Es ist allerdings Vorsicht geboten. Ich möchte nicht so enden wie die Gramvollen. Als Nahrung für diese Horker. Ich kam hierher, um zu erfahren. Das ist genau. Das stimmt. Seit meiner Ankunft werden ständig Botschaften übermittelt. Ich habe den Namen Radha al-Saran gehört. Der Aschefürst. Nur leise und ehrfürchtig ausgesprochen. Sein Name stand auf der Verlautbarung, die ihr gefunden habt, wisst ihr noch? Wir müssen dort hinunter und sehen, was wir noch in Erfahrung bringen können. Sich verstecken. Ihre Streitkräfte sammeln. Graben. Untergraben. Das ist der richtige Ausdruck, denke ich. Und sie versammeln die Gramvollen. Treiben sie zusammen wie Vieh. Es ist monströs, was sie diesen armen Leuten antun. Ich bin mir nur sicher, dass ich es versuchen muss. Wenn mein Vater nicht handelt, obliegt es mir, die Sache in die Hand zu nehmen. Das ist, was meine Mutter von mir gewollt hätte. Seht, auf dem Gerüst. Belauschen wir diese Werwölfe. Ich habe die Befehle im Zelt gelassen, aber der Aschefürst war unmissverständlich. Wir brauchen mehr Niederwurz. Kümmert euch um den Niederhain. Zu Befehl, Pentarch. Der Niederhain? Das klingt sehr wichtig. Oben auf dem Aufzug. Hören wir zu. Ja.
Exarch Zingalis ist gefallen. Ich habe Rada al-Zaran, unseren Aschefürst, noch nie so sorgenerfüllt gesehen. Oder so wütend. Ändert der Verlust des Exarchen unsere Pläne? Nicht im geringsten. Der Schlag gegen Einsamkeit wird wie geplant erfolgen, nachdem Exarch Ulfra das verbesserte Ritual im Niederhain erprobt hat. Ein Angriff auf Einsamkeit? Wir müssen uns beeilen. Die Graue Schar hat auf jeden Fall etwas Großes geplant. Suchen wir in den Zelten nach einer Kopie dieser Befehle.